Hallo und herzlich willkommen zu Kellys Backwelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Passend zur Zwetschgensaison möchte ich euch zeigen, wie ich diesen super schönen und leckeren Zwetschgenstreuselkuchen gebacken habe. Der Kuchen wird aus Mürbeteig gemacht. Das ist einer der Grundteige. Dazu habe ich euch auch schon ein paar Videos gezeigt, wie man Mürbeteig macht. Er ist sehr schnell und einfach zubereitet, schmeckt jeden. Man kann ihn kalt, warm essen, mit Sahne oder ohne. Ja. Nun geht's auch schon los. Viel Spaß beim Zuschauen und Ausprobieren. Zuerst heize ich den Backofen vor auf 180 Grad bei Ober-Unterhitze. Los geht's mit den Zutaten. Für den Mürbeteig benötigen wir folgende Zutaten: 170 Gramm Mehl, 120 Gramm weiche Butter, 60 Gramm Zucker, ein Ei der Größe M, ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Eine Messerspitze Backpulver. 500 Gramm Zwetschgen. Für die Streusel benötigen wir 100 Gramm Mehl, 75 Gramm weiche Butter, 2 Päckchen Vanillezucker. Das Rezept mit den genauen Angaben zum Nachlesen findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. Ja, es kommen immer wieder Fragen auf. Ist es wirklich ein Zwetschgenkuchen oder Pflaumenkuchen? Es ist definitiv ein Zwetschgenkuchen meiner jetzt. Und weil das eine Zwetschge ist, diese Frucht ist oval und die Pflaume ist rund und der Kern von der Pflaume ist kleiner wie diese Zwetschge. Also das ist eindeutig eine Zwetschge und ein Zwetschgenkuchen. So, jetzt haben wir diese Frage geklärt und auch beantwortet. Ich habe schon eine Springform vorbereitet. Sie hat einen Durchmesser von 26 cm und habe sie eingefettet, damit der Kuchen sich nachher dann auch leichter von der Form sich lösen lässt. Und dann werde ich noch ein bisschen Mehl draufstreuen, um es ganz einfach ja, noch besser hinzubekommen. Also etwas Mehl draufstreuen, ein bisschen klopfen, damit auch die Ränder schön bemehlt sind. Also muss nicht viel sein, aber damit sich einfach der Kuchen besser löst. So sieht es dann aus. So, dann kommen alle Zutaten in die Rührschüssel. Die Messerspitze Backpulver, das reicht so. Dann werde ich alle Zutaten mit einem Handrührgerät verkneten und habe hier die Knethaken genommen, weil der Mürbeteig ja ein Kneteig ist. Wenn ihr zu Hause kein Handrührgerät besitzt, dann könnt ihr das auch ganz gut von Hand kneten. Ich knete jetzt so lange, bis sich alle Zutaten miteinander verbunden haben und ein schöner Teig entsteht. So, der Teig ist fertig geknetet und ich kann ja noch mit der Hand nachkneten. Ja. Alle Zutaten haben sich miteinander verbunden und es ist ein schöner Mürbeteig entstanden. So sieht er dann aus. Dann werde ich den Teig in die Springform reingeben und es schön flach drücken, den Boden schön flach drücken und dann fahre ich etwas hoch an den Rand, damit auch der Kuchen einen schönen Rand hat, nicht zu hoch. Aber erst fange ich von der Mitte an, drücke von mittig von innen nach außen. Habe ich nur den Boden flach gedrückt und jetzt fahre ich hoch und zwar drücke ich mit den Fingern so an den Rand nach oben. Ja? Also immer nur andrücken und hochziehen, andrücken und hochziehen. Jetzt nicht wundern, dass da jetzt hier so eine Lücke entstanden ist. Wir drücken also wieder von der Mitte. Also wichtig ist, dass wir jetzt schön den Rand haben und jetzt drücken wir von der Mitte wieder nach außen und verschließen alles miteinander. So haben wir wirklich einen schönen Rand und der Boden ist jetzt auch gleichmäßig.
ich jetzt die Lücken geschlossen habe, dann fahre ich auch mit dem Finger so am Rand entlang, sodass an dieser Stelle der Teig auch nicht zu dick ist, nachher dann, wenn er gebacken ist, sondern so schön andrücken. Mit dem Finger entlang fahren, so im Kreis. Genau. Dann korrigiere ich nochmal den Rand, sodass er schön gleichmäßig ist. So sieht er bei mir aus und mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden. Dann gebe ich die Springform so, wie sie ist, ins Gefrierfach. Das ist der Vorteil, dass dann beim Backen der Teig sich nicht so zusammenzieht und schön in der Form bleibt. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Zwetschgen und um die Streusel. Also wandert jetzt für diese Zeit ins Gefrierfach. So, die Zwetschgen habe ich jetzt gewaschen und jetzt werde ich sie halbieren, aber nicht ganz durchschneiden. Ich schneide nur die Hälfte an, öffne die Zwetschge und entferne den Kern. Lass also die zwei Hälften am Stück, also genau so. Und jetzt mache ich mit eins. Die Zwetschgen sind jetzt fertig geschnitten und vorbereitet. Und jetzt mache ich die Streusel. Für die Streusel gebe ich jetzt alle Zutaten in die Schüssel und verrühre sie miteinander. Also es wird jetzt kein Kneteig, sondern es gibt ja so lose Streusel. Wenn die Streusel bei euch so aussehen, dann seid ihr auch schon fertig. Ihr könnt jetzt auch gut, wer mag, Zimt hineingeben, etwas Zimt. Ich lasse es so, also es schmeckt aber auch gut mit Zimt. So, meine Springform war jetzt gute 10 Minuten im Gefrierfach und so lange habe ich die Zwetschgen vorbereitet und auch die Streusel. Und jetzt werde ich die Hälften, also deshalb habe ich sie auch so zusammengelassen, weil es dann einfacher ist, verteile sie und zwar, natürlich fange ich mit dem Rand an, setze sie so an und gehe da von innen, von außen nach innen. Fertig sortiert und es muss jetzt nicht schön sein, weil die kommen ja noch, da kommen ja noch die Streusel darüber. So sieht es jetzt bei mir aus und ja, jetzt verteile ich die Streusel schön gleichmäßig auf der Oberfläche. Das ist jetzt auch ganz einfach. Der Kuchen ist wirklich schnell gemacht und für Anfänger wirklich gut geeignet. Es sind wenig Handgriffe. Und schon ist er fertig. So, der Zwetschgenkuchen kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für circa 50 Minuten. Aber wie ich jedes Mal dazu sage, jeder Backofen backt anders, beobachtet der Kuchen. Wenn er am Rand, wenn der Mürbeteig so leicht bräunlich wird, beobachtet ihn, ob die 50 Minuten komplett benötigt werden oder nicht. Also schaut darauf, also so circa 50 Minuten. So, nachdem ich den Kuchen komplett in der Springform auskühlen lassen habe, werde ich ihn jetzt vorsichtig aus der Springform lösen. Also jetzt ist es natürlich einfacher, nachdem der Kuchen so kalt ist, also dass es auch ja, der Saft ist ja jetzt auch fester geworden und ist nicht mehr so weich, der Kuchen. Dann geht es ganz einfach. Jetzt löse ich ihn mit dem Messer den Rand, sodass auch nichts mehr haften bleibt. Und dann geht es ganz einfach. So, wohl. Ja, und dann kann man so verschiedene Hilfen zur Hand nehmen. Ich habe jetzt sowas genommen, das nennt sich auch ja, Tortenretter. Einfach unter den Kuchen schieben und dann auf den Teller geben. Jetzt werde ich ihn noch für euch anschneiden, damit ihr den Anschnitt auch noch seht. Und zum Schluss kann man noch, wer mag, Puderzucker darüber streuen. Also nur so ein bisschen. Das sieht auch immer ganz nett aus.
Nun sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ebenso würde ich mich freuen, falls ihr dieses Rezept ausprobiert, wenn ihr mir Bilder schickt und Kommentare schreibt. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen möchtet, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis zum nächsten Mal, eure Kelly.